es für euch mit C, Markus Riemer. Ich und Computer geht nicht ganz so gut. So, mal schauen. Sieht man was? Man sieht nichts. Der Pfeil. Ah, sehr schön. Also, mein Name ist Markus Riemer. Ich bin Informatiker und ich arbeite nur bei Firmen, die ein blaues Logo haben. Als Informatiker bin ich Experte für eure Alltagsprobleme. Ich löse Probleme, bei denen es um Männer geht, um Frauen geht und zum Beispiel um den gemeinsamen Einkauf. Das ist praktisch ganz gut gelöst. Wir haben noch Kommunikationsmittel. Habt ihr alle schon mal angehabt? Ich rede hier von Einkaufszetteln, Kommunikationsmittel, okay. Und weil ich Mathematiker auch so ein bisschen bin, bringe ich die gerne in eine Form, die ich besser verstehe. Ich mache daraus ein bisschen Mathe. Also, ich habe eine Person, ich addiere dazu einen Einkaufszettel und kriege dann einen fertigen Einkauf. Mir ist egal, ob ich da Männer oder Frauen reinstecke, die können gleich gut einkaufen, meine ich zumindest. Und das ist dummerweise in der Form unfair, nicht sehr effizient. Wenn ich mehrere Personen habe, die einkaufen könnten, möchte ich, dass die alle einkaufen, nicht nur eine Person. Gut. Wir machen etwas mehr Mathe. Ich gebe zwei Leuten zwei Einkaufszettel und bekomme zwei fertige Einkäufe. Mathe funktioniert, aber hilft mir hier nicht weiter. Ich möchte nur einen Einkauf haben. Das kann ich machen, indem ich das Ganze parallel erledigen lasse. Parallel ist ein bisschen schwierig. Informatiker wissen, was gemeint ist. Der Rest nicht ganz so gut. Ich meine damit, dass eine Aufgabe von mehreren Arbeitern gelöst wird. Das kann so aussehen. Zwei Personen machen zeitgleich etwas. Das kann aber auch so aussehen. Die machen das Ganze nacheinander, aber zwei Personen, eine Aufgabe. Das meine ich mit parallel. Gut, der Informatiker spricht dann von First Come, First Serve. Wir haben Einkaufszettel, lassen den zu Hause liegen. Die erste Person, die Zeit hat, schnappt sich diesen Einkaufszettel, macht ihren Teil der Arbeit, ist damit irgendwann fertig. Die nächste Person kommt an, guckt nach, wo ist der Zettel ist weg, eingekauft, nur ein Einkauf, super. Aber wir haben die Arbeit nicht geteilt. Schade aber auch. Arbeitsteilung kann man ganz, ganz toll darstellen. Ich rede jetzt hier von statischer Arbeitsteilung. Das geht so. Jeder kriegt irgendwie einen Zettel, macht damit ein bisschen was. Und wenn es dann gut läuft, machen wir das parallel und zeitgleich und sind dann mit der Arbeit viel schneller fertig als vorher. Top. Kein doppelter Einkauf, aber wir können auch das hier haben. Die Frau des Hauses steht morgens früh auf, macht ihren Teil der Arbeit fertig und der Mann des Hauses ist ein bisschen faul und macht das irgendwann später. Und jetzt haben wir zwar immer noch keinen doppelten Einkauf an der Stelle, wir warten aber so lange, wie die längste Person für den Einkauf halt eben braucht. Mäh. Deswegen können wir die Arbeit auch dynamisch zuteilen. Das geht jetzt so. Die erste Person, die Zeit hat, guckt zu Hause nach, ist da noch Arbeit, stellt fest, da ist noch Arbeit, holt sich einen Teil der Arbeit, macht diesen Teil der Arbeit fertig, guckt nach, ist da noch mehr Arbeit, merkt, da ist noch mehr Arbeit, macht auch diesen Teil der Arbeit fertig. Und wir haben das Problem gelöst. Das ist kein doppelter Einkauf. Und wir stellen dann fest, alleine wären wir schneller gewesen. Das ist im echten Leben auch so. Wenn von mehreren Personen nur eine arbeitet, dauert das manchmal ein bisschen länger. In der Informatik reden wir hier nicht von Menschen, die einkaufen, sondern von Servern und Workern. Das sind alles irgendwie PCs. Denen können wir Aufgaben zuteilen, die dann irgendwie gelöst werden. Und dann kann es mal passieren, dass zum Beispiel ein so ein PC dabei irgendwie abstürzt. Das macht dann nicht ganz so viel. Dann arbeitet der Rest halt eben weiter. Dann kann es passieren, dass eine Arbeit länger braucht. Naja, dann muss halt eben der Rest ein bisschen mehr schuften. Aber wir haben so ein System, das große Webseiten wie Facebook antreiben kann, das fehlertolerant ist und ganz, ganz effizient arbeitet. Und jetzt geht es, wie versprochen, ums Geld. Geld ist eine knappe Ressource, die haben wir auch bei Rechnern. Die müssen wir irgendwie synchronisieren. Und wir stellen mal vor, wir haben jetzt irgendwie hier ein Konto, da haben wir zwei Zugriffsmethoden drauf in Form von Kreditkarten. Und Sie stehen morgens auf und denken, hey, ich habe Geld auf dem Konto, schnappen sich Ihre Kreditkarte und tätigen dann damit einen Einkauf. Ihr Mann hat jetzt die gleiche Idee, bloß der steht später auf, der dachte sich, hey, heute Morgen haben wir Geld auf dem Konto, schnappt sich seine Kreditkarte, verrichtet damit irgendeine Form von Arbeit, ich nenne sie mal Einkaufen, hat das dann irgendwann geschafft und jetzt stellen wir fest, das Konto ist im Minus. Das will ich vermeiden. Ich will vermeiden, dass Ihr Konto ins Minus bringt. Ich will Ihnen nicht verraten, ob Sie Schuhe oder Bohrmaschinen kaufen, das wissen Sie selber besser. Aber wie kann ich das Minus vermeiden? Nun, die erste Regel haben Sie alle schon mal kennengelernt. Damals im Kindergarten gab es so eine Regel, erst gucken, dann handeln. Bevor ich Geld ausgebe, schaue ich nach, ob es da ist. Okay, ich gucke nach, ist das Geld da, zücke die Karte, tätige meinen Einkauf. Und wenn dann später der Mann dazukommt, guckt er auch nach und denkt sich halt seinen Teil.
Das ist ganz toll, aber in Informatik steckt voller Ausnahmen. Eine Ausnahme ist, dass Dinge immer wieder mal aus Versehen plötzlich doch zeitgleich passieren und dann versagt das Prinzip. Wir gucken jetzt beide gleichzeitig, zücken unsere Kreditkarte, stehen an der Kasse, merken, wir können Geld ausgeben, geben das Geld aus und bam, sind wir jetzt hier wieder im Minus. Die Lösung dafür ist für Informatik unangenehm. Wir reden hier von einer Sperre. Die funktioniert folgendermaßen. Immer wenn zwei Personen gleichzeitig auf eine Idee kommen, irgendwas zu machen, hängen wir da ein Schloss davor. Und solange das Schloss da ist, darf nur die Person mit dem Schlüssel mit diesem Konto irgendwie arbeiten. Also gehen wir jetzt hiermit irgendwie erstmal arbeiten und geben dann danach das Konto wieder frei und lassen jetzt wieder den Mann sich seinen Teil denken und freuen uns dann jetzt in diesem Fall mal kurz ein bisschen mit dem Herrn mit. Jetzt ist die Welt nicht immer so einfach. Es gibt auch jetzt auch Personen, die haben mehrere Konten. Ich kann ja ganz viele Aufnahmen auszählen, aber was wäre, wenn ich jetzt von zwei Konten die Summe abheben möchte für 500 Euro? Dann passierte Folgendes möglicherweise. Wir gucken auf unser Konto, packen da eine Sperre davor, die Zeit läuft irgendwie weiter. Dann gucken wir auf das Konto des Partners und wenn wir jetzt nicht miteinander reden, dann warten wir einfach ewig. Das geht nicht weiter. Das nennen wir in der Informatik Lock-Based Synchronization. Die hat die Gefahr von Verklemmung, die ist doof zu kombinieren, die ist schwer zu testen. Ich könnte darüber noch ganz viel weiter schimpfen, ich will aber eigentlich zeigen, wie es besser geht. Und wie es besser geht, haben Sie alle schon mal irgendwo gesehen, nämlich beim Online-Shopping. Wir haben jetzt hier den Supershop, da gibt es noch genau ein paar Schuhe auf Lager und nicht nur Sie wollen die haben, auch zwei andere Menschen wollen die haben. Jetzt drücken Sie den Knopf hier in den Einkaufswagen und es passiert Folgendes, Sie alle drei kriegen ein paar Schuhe in den Einkaufswagen, wo es eigentlich nur ein paar Schuhe gibt. Das ist für den Händler ziemlich doof, der möchte nur ein paar Schuhe verkaufen, also der kann dafür nur einmal Geld verlangen, sonst hat er Kunden, die irgendwie unzufrieden sind. Um sicherzustellen, dass du nur ein paar Schuhe verkaufst, geht er dabei wie folgt vor. Der fragt sich, wie ist eigentlich gerade der Bestand? Ich gucke mal nach, guck dann, okay, ist der Bestand größer als 0? Wenn er das nicht ist, muss ich irgendwie abbrechen, sagen, tut mir leid, Kunde, kann er nicht verkaufen. Und wenn er doch größer ist, muss ich den Bestand um 1 verringern und kann das paar Schuhe verkaufen. Das ist jetzt hier am Beispiel gerade eben dreimal passiert. Alle drei Kunden glauben, sie kriegen ein paar Schuhe und das funktioniert trotzdem, weil das hier nur die halbe Wahrheit war. Das hier war gerade eben eine Simulation. Nichts ist bisher passiert, wir haben nichts verkauft. Wir haben deswegen hier eine Grenze zwischen Simulation und Realität und das ist der Punkt, wo Sie zur Kasse gehen, wo Sie Ihre Karte zücken und jetzt Geld ausgeben möchten. Da prüft jetzt der Händler, okay, stimmt hier die Annahme, die ich hatte bei der Simulation, noch überein mit der Realität? Stell fest, das passt zusammen, verkaufe die Schuhe, verringere den Bestand um 1 und habe jetzt bei den nächsten beiden Schuhen ein Problem. Meine Annahme, die hier ist bei der Simulation, stimmt nicht mehr überein und ich muss jetzt diese beiden Sachen hier verwerfen. Die müssen dann einfach ihre Simulation nochmal erneut durchführen und wir können uns jetzt dann gerade eben erinnern, das hier war die Abfrage, haben wir noch Schuhe? Nee, haben wir nicht. Also kommen wir jetzt zum richtigen Ergebnis, 2 Abbrüche, einmal verkaufen. Das ist jetzt das Prinzip der Transaktion und jetzt kann man sich fragen, warum ist das wichtig? Warum geht das irgendwen was an? Naja, das liegt daran, dass wir in der Informatik nicht nur alle Liebhaber der Menschen sind wie ich. Es gibt auch böse Menschen mit Skimasken und MacBooks, die nennen wir dann Hacker. Und diese Hacker arbeiten irgendwie ein bisschen gegen uns. Die überlegen sich zum Beispiel, okay, ich habe jetzt hier diesen Supershop und ich kann mir da einen Einkaufswagen holen. Und wenn jetzt wer anders diese Schuhe auch gerne haben möchte, möchte ich dem mal irgendwie in die Suppe spucken. Ich nehme mir dieses Paar Schuhe, klicke auf in den Einkaufswagen und in der Welt ohne Transaktion kommt da jetzt ein Schloss vor und das Paar Schuhe bleibt in dem Wagen. Und zwar so lange, wie der Shop das zulässt. Wenn das ein doofer Shop ist, wie zum Beispiel so kurz hier in Hamburg das Cinemax, kann man damit so einen ganzen Shop komplett lahmlegen. Nichts geht mehr. Also, mit Transaktion gewinnt der Verkäufer, weil der Kunde, der zuerst das Geld wirklich auf den Tisch legt, damit dann auch irgendwie bezahlen kann und der kriegt dann auch die Schuhe. So ohne Transaktion muss ich möglicherweise ja, meinen Laden irgendwie räumen irgendwann. Und der zweite Grund ist, dass nicht nur, naja, nicht ganz so kommunikative Menschen aus Versehen mein Konto überziehen, Hacker machen das auch. Die machen sich ein Konto auf, laden das Konto auf mit einmalig 500 Euro und machen dann genau diesen Gleichzeitigkeitstrick und sagen, so, wir gehen erstmal zusammen irgendwie ran, holen uns dabei einen Schein raus, das Konto ist in den Miesen, ist dem Hacker ziemlich egal, der geht dann weg, schmeißt die Karte weg, sagt nichts mehr von der Bank und ist dann damit fertig. Beides wollen wir nicht, beides löse ich in meinem Alltag. Ich mache mir viele Sorgen um solche Probleme. Mein Leben dreht sich also gewissermaßen um Zeitstrahlen, um Sachen, die parallel, die zeitgleich passieren. Ich muss dann immer noch ein bisschen mehr programmieren. Und wenn ich programmiere, dann träume ich von einer Welt, in der ich parallel arbeiten kann, in der es kein einziges Schloss gibt, außer vielleicht eins für meine Frau. Vielen Dank. Das war für euch aus Pinneberg der Mann mit den 2 Kreditkarten, Markus Riemer.